Moin Leute, willkommen zur 5. Folge Harry vs. Black X Staffel 2. Heute haben wir 3 Labyrinths vorbereitet, beziehungsweise die wurden uns vorbereitet. Die Regeln sind einmal. Also, jeder hat eine Seite, ne? Wir gehen nicht in ein Labyrinth, sondern jeder hat eine Seite. Jeder stoppt die Zeit, die er braucht für das jeweilige Labyrinth. Also am Ende haben wir 3 Zeiten. Wer in 2 Labyrinths schneller ist, hat dann die Folge gewonnen. Wenn Harry diese Folge gewinnt, was soll ich sagen, da ist er leider der Sieger. Harry führt 2-0, er hat die letzte Folge gewonnen, verdient, also was er da gemacht hat, unfassbar mit seinem Slime und dem ganz hohen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann guckt euch die Folge von letzter Woche an und dann kommt ihr wieder hierhin. So, ich würde sagen, wir fangen an, let's go. Wir gehen durch die Tür und wir starten in 3, 2, 1, los geht's. Wir müssen diese Folge gewinnen, was anderes kann ich mir nicht erlauben. Ey, und hier ist direkt Sackgasse. Super. Und Harry macht wahrscheinlich wie im ersten Video so einen Durchmarsch. Das kann... Geht's da weiter? Nee. Harry macht es wie in der ersten Staffel so einen Durchmarsch. Ja, Bro. Oh mein Gott. Mit Gras. Ja, genau. Sackgasse. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig. Ich habe mich jetzt schon verlaufen, ne? Ich wollte das eigentlich geordnet machen, beziehungsweise, oh mein Gott, strukturiert angehen, aber ich habe mich jetzt schon verlaufen, das ist der Wahnsinn. Ich gehe hier oben lang, Sackgasse, super. Ja, ich liebe Labyrinths, ich liebe es einfach, hier war ich doch eben schon. Ach, Sackgasse, super, super, supi. Ich frag nicht, wo ich langlaufe. Ich hätte am liebsten jetzt eine Replay-Mod, aber die habe ich nicht installiert gerade. Also es tut mir sehr leid. Und ich glaube, ich laufe gerade original den Weg zurück, aber es gab ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Wir laufen einfach zurück. Und wenn ihr euch fragt, warum ich die Regeln so gemacht habe, weil ich habe jetzt am Ende die Regel beschlossen, warum es so gemacht wurde, dass wir 3 Durchgänge machen und nicht einfach, wer mit den 3 Labyrinths am schnellsten durch ist, hat dann gewonnen. Weil wenn du an einem hakst, dann hast du halt 1 verloren. Aber wenn du in den anderen beiden schnell durch bist, dann hast du halt die anderen beiden gut gemacht. Und wie komme ich denn da hin? Boah, das mit dem Gras ist ultra kompliziert und chaotisch. Hier geht's aber nicht durch. Ich glaube, hier gibt's gar keinen Durchgang. Ich könnte wetten, hier gibt's keinen Durchgang. Wieder. Hier war ich eben schon. Okay, ich gehe jetzt hier hoch. Hier, dann gehe ich hier hin, dann gehe ich hier hin. Dann gehe ich hier hin, da war ich eben. Dann gehe ich hier hoch. Hier ist kein Durchgang. Dann gehe ich hier rein, dann hier runter, dann links. Und hier wieder kein Durchgang, dann runter, geradeaus. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ja, doch. Doch, hier war ich schon. Oh, hier war ich noch nicht. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier war ich noch nicht. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Jetzt laufe ich ja zurück. Das macht ja gar keinen Sinn. Und ich glaube, jetzt bin ich wieder im alten Labyrinth. Ja. Aber wir haben noch. Hier war ich noch nicht. Hier ist kein Durchgang. Boah, wie verwirrend ist das. Warte mal. Hier. Hier, hier, hier. Hier. Und hier geht's nicht weiter. Aber wir müssen da irgendwie hin. Okay, ich weiß, wo der Ausgang ist. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nach 3 Minuten 22 haben wir es geschafft. Ich schreibe mir das mal eben auf. Das einmal so. Hallo, willkommen. Hallo, Aufnahme. Und dann starten wir mal. Zeit starten und geht's los. Bin mal gespannt, wie es wird. Okay. Nein. Dann machen wir das einfach mal so. So, eigentlich müsste... Ja, ich kann jetzt wieder nicht sagen, von wegen wird einfach, weil wenn ich dann verkacke, dann hält es mir eine bestimmte Person, die das Video hier gerade schneidet, vor. Also, ja. Ist richtig toll, wie ich hier schon anfange. Ah, ja, cool. Ey, wenn ich jetzt wieder alles den ganzen Weg zurücklaufen muss, dann habe ich auch keinen Bock mehr.
Ernsthaft? Okay. Oh nee, ernsthaft? Okay, gut, man muss hier jetzt, denke ich, da lang. Ich denke, es ist so. Upsi. Upsi, hat niemand gesehen. Hä? So. Nee. So. Gut durch. Erstes 1 Minute 23. Das schreiben wir uns jetzt mal auf. Erstes Labyrinth, Doppelpunkt, 1 Minute 23 Sekunden. Zweites Labyrinth. Reset und starten und los. Okay, das wird jetzt höchstwahrscheinlich ein bisschen schwerer, aber echt cool gebaut, muss ich ja mal kurz sagen. Props an den Erbauer. Auch wenn du versklavt wurdest, dass das trotzdem so gut geschafft hat. Ja, tatsächlich hat Black X keine guten. Hält Black X nicht das Arbeitsschutzgesetz an? Nee, okay. So, dann machen wir einmal so. Okay. Ich muss höchstwahrscheinlich da hinten ran. Wäre witzig, wenn er die. Oh ne, ernsthaft. Nee, man kommt nicht durch. Cool. So, schaffen wir es, schaffen wir es. Einfach durch. Bitte. Ich denke. Oh ne, ernsthaft. Na, okay. Ich dachte gerade kurz. Immer schön auf die Probe stellen. So, dann gehen wir mal weiter. Mal vielleicht auf die andere Seite. Weil da geht es ja nicht weiter. Geht's hier weiter? Ne, hier geht's auch nicht weiter. Hä? Wo kommt man da rein, ist die Frage. Weil wenn man hier jetzt rumgeht, kommt man hier wieder raus. Also ich denke, man muss hier schon durch. Und dann. Ja, hier vielleicht so und klar. So. Ah, hier kommt man. Doch, hier kommt man durch. Oder nee, hier kommt man nicht durch. Dann gehen wir hier einmal wieder rum. Ja, das ist schon schwerer als davor. Schauen wir mal hier. So, machen wir so einmal. Vielleicht hier durch. Ja, ich denke schon. Wenn ich hier das durchmache. Sorry, dass die Perspektive so komisch ist, aber Minecraft. Gut, 2 Minuten 33. Okay, ich hab's aufgeschrieben. Let's go. Es geht weiter mit dem zweiten Labyrinth. Oh mein Gott. Und ich hab an Harrys Nametag gesehen, er hat es, glaube ich, vor mir geschafft. Deswegen muss ich das jetzt hier irgendwie durch Zufall schnell schaffen. Was anderes kann ich mir nicht erlauben. Ich finde den Baustil sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht hier mit der Lava. Aufpassen, wenn man stirbt, 10 Strafsekunden. Weiß Harry zwar nicht, aber das ist dann so. Und ich glaube, das nächste ist so ein Ancient City Ding. Auf jeden Fall mit Skalk. Ich habe so Bock hier drauf. Oh mein Gott. Okay. Wir haben das nächste geschafft nach 3 Minuten und 7 Sekunden. Sollen wir starten ins letzte. Und das könnte nochmal richtig die Entscheidung sein am Ende. Ich hoffe nicht, dass Harry das letzte schon geschafft hat. Das wäre sehr, sehr doof. Aber wir rushen jetzt hier erstmal durch. Let's go. So, auch mal 1 Minuten, 1 Minute Run, 1 Minuten Run machen wir jetzt. Sackgasse, schade. Ich finde den Baustil sehr, sehr cool. Wir haben ja beim letzten Mal nur mit irgendwelchen, ich glaube, Blättern oder Beton haben wir gebaut. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich das hier cool mit den Mauern, mit den unterschiedlichen Blöcken, mit den
Themen. Sehr, sehr cool gebaut. Und nochmal ein Dankeschön an die Bilder hier. Ja, ich habe das organisiert dieses Mal, also die Bilder. Und beim nächsten Mal organisiert das Harry. Ja, was soll ich sagen? Oder wie soll ich sagen? Ein paar... Ich hab's geschafft, lol. Heute geht es jetzt nämlich hier um das letzte Mal. Falls ich das jetzt hier gewinne, dann habe ich gewonnen. Und ich will es halt dringend gewinnen. Dann müssen wir uns nämlich jetzt deswegen ranhalten. Ja, okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Wir müssen höchstwahrscheinlich hier rein. Gut, hier nicht. Gehen wir mal weiter. So. Ja, vielleicht schaffen wir es sogar gut durch. Echt cool gebaut, muss man sagen. Echt cool gebaut. Cool. Ja, danke, das war's mit meiner Aufnahme. Ciao. Wie bist du da durchgerusht? Hast du X-Ray benutzt? Nein. Was hast du für Sekunden? Oder eine Minuten? Minute 23, 2 Minuten 33, 43 Sekunden. Digga, das geht nicht. Doch. Wenn du irgendwo geschummelt halt, hast, ne? Ich hab halt mit F5 gespielt. Das war... Aber das war... Also du hast es nicht gesagt, also dachte ich, man darf es benutzen. Also hab ich's benutzt. Ich benutze immer bei Labyrinthen F5. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ja, was sollen wir sagen? Harry hat gecheatet, deswegen geht die Folge an mich. Ihr habt es bei mir gehört. Harry, der kleine Cheater, wird theoretisch bestraft, weil er hätte theoretisch die Staffel gewonnen. Dazu hat er in der nächsten Folge noch eine Chance. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das kommt nächste Woche Samstag um 14.30 Uhr. Harry... War schön mit dir. Es ist immer schön, mit dir aufzunehmen. Ja, weiß ich nicht. Aber schaut auf jeden Fall bei Harry vorbei. Harry macht coolen Content. Und Harry ist eine coole Person. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Oh, und es war ein Missverständnis. Nur. Ja, weil Harry nie die Regeln... Ach. Weil du nicht die weil du die Anmod nicht mit mir gemacht Wieso? Hast. Okay, stimmt auch wieder. Aber du hast die ganze Zeit dazwischen geredet. So, jetzt haut rein. Tschüss.